Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, Leute, heute mal was nicht so nices. Und zwar wurde ich leider bei eBay Kleinanzeige verarscht. Super ärgerlich auf jeden Fall. Ich suche seit längerem ein neues iPhone. Dann kamen ja im September auf jeden Fall die neuen iPhones raus. Und bis dahin hatte ich dieses iPhone. Das Ding ist aber, ja, okay, jetzt ist der Akku auch schon wieder leer. Zum einen ist das hinten ein bisschen kaputt so durch den Urlaub. Andererseits auch, war der Akku mittlerweile ziemlich tot. Und was mich auf jeden Fall am meisten gestört hat, ist, dass vorne die Kamera. Ach, Leute, also das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert, das glaubt ihr mir nicht. Also, vorab nochmal. Das iPhone hatte ich auf jeden Fall im Urlaub viel benutzt und so und viel auch gefilmt und Fotos gemacht. Und das ist mir ein paar Mal runtergefallen. Dadurch ist das auch auf jeden Fall hier hinten so ein bisschen kaputt gegangen. Und vorne komplett Riss. Also komplett durch war das Handy. Der Akku war auch mittlerweile ziemlich tot. Und das war so gesprungen, dass irgendwann reagierte der Touch auf jeden Fall nicht mehr. Und das war super ärgerlich, weil man braucht ja ein Handy. Und wenn der Touch irgendwie Snaps verschickt, so was man gar nicht will, so, das ist auf jeden Fall mega ärgerlich. Und dann wusste ich direkt, ich brauche jetzt unbedingt ein neues Handy oder zumindest eine schnelle Reparatur. Das Ding ist, iPhones kann ich eigentlich selber reparieren. Allerdings, ich wollte einfach, dass es schnell geht und ich hätte da auch noch ein Bildschirm bestellen müssen. Und das ist bei den iPhones ziemlich teuer. Und dementsprechend habe ich dann auf irgendwie so eine Art Handywerkstatt zurückgegriffen und habe mir dann eine in der Nähe rausgesucht, die relativ günstig ist, weil das wäre halt sonst zu teuer gewesen. Und die Garantie ist auch schon abgelaufen. Jo, dann rufe ich da an und sage, ja, wie sieht's aus? Display wechseln, nur das Glas, nicht das ganze Display. Ja, ja, können wir machen. 180 Euro, dachte ich, ja, 180 Euro geht auf jeden Fall, da wäre das Display dann schon mit bei. Ich habe auch noch nachgefragt, wie sieht's aus hier mit Face ID, so kann ich das ja alles noch entsperren. Ja, ja, dann hat der Typ am Telefon gesagt, das liegt eh an der Kamera, die wird ja nicht ausgetauscht. Und also wisst ihr Leute, der hat mir quasi erklärt, dass die Kamera am iPhone das Gesicht erkennt und deswegen entsperrt. Und da habe ich so auch so am Telefon, weil ich ein bisschen skeptisch habe, dann gesagt, nee, die Sensoren machen das nicht, die Kamera. Ich meine, ja, Kamera wird nicht getauscht, das funktioniert danach noch. Also Leute, ich fahre direkt dorthin, lass das Display tauschen. Alles ist gut. Er sagt, ja, teste mal. Ich sage so, wie sieht's mit Garantie aus? Garantie gibt's nicht. Ich so, okay, weil mir wurde gesagt, ist halt kein originales Display. Dachte ich mir nichts bei, hab's getestet so. Alles gut, hat funktioniert. Touch ging auch soweit. Dann war ich so zu Hause. Und hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich muss mal kurz mein anderes iPhone raussuchen. Hier unten sieht man, ach, das macht keinen Sinn, das ist schwarzer Hintergrund. Egal. Leute, hier unten auf jeden Fall ist der Rand. Und ich habe festgestellt, dass der Rand hier unten bei meinem iPhone, wie soll ich sagen, da ist halt weniger Bildschirm. Das ist so ganz komisch. Dachte ich, ja, wie ärgerlich, dass das so nicht ganz stimmig ist. Das passt ja nicht ganz. Aber dachte ich, gut, hast jetzt ein neues Display, alles funktioniert zufrieden. Dann das Ding, 3 Tage danach, Leute, es ist so dumm, fängt an, die Kamera dunkel zu werden. Ich habe so gedacht, woran kann es liegen? Dann habe ich festgestellt, hier kommt einfach Staub rein. Toll. Dachte ich so, ja, richtig geil auf jeden Fall. Jetzt kann ich keine Selfies mehr verschicken, weil die alle dunkel sind. Das ist super ärgerlich. Auf jeden Fall, Leute, dann wird es noch viel besser. Nach und nach, ich habe umgeschaut, noch ein neues iPhone so. War dann bei eBay Kleinanzeigen unterwegs, weil ihr wisst ja, die neuen iPhones sind so unglaublich teuer. Habt ihr das neue iPhone XS Max? Nein, X? Nein, ohne X. iPhone 11 Pro Max gefunden. 64 GB in Gold. Für 950 Euro dachte ich, boah, das ist ein echt guter Preis, weil eigentlich kosten die 1200, 1250 irgendwie so um den Dreh. Habe mich dann auf jeden Fall mit dem Verkäufer auseinandergesetzt. Hin und her, der hat auch PayPal angeboten, alles gut. Leute, auf jeden Fall, kauft nur Sachen mit PayPal. Alles andere ist Bullshit. Die verarschen halt einfach nur. Das ist alles Bullshit. Mit PayPal bezahlt natürlich Waren und Dienstleistungen. Habe es direkt überwiesen, so Leute. Und dann gewartet, 2 Wochen gewartet, 3 Wochen gewartet. Kam nichts an. Ein paar Ausreden kamen auf jeden Fall. Eigentlich würde ich jetzt die Chats einblenden, Leute. Aber ich habe jetzt das neue iPhone nicht, kam bei eBay Kleinanzeige nicht mehr rein. Das ist so lost. Das Passwort irgendwie ging das jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Und gewartet. Immer mal geschrieben, was ist jetzt los, wie sieht's aus. Ja, ich war im Krankenhaus, konnte das nicht verschicken. Hin und her. Immer wieder diese Ausreden. Ja, meine Mutter wollte es verschicken, hat sie wohl vergessen. Gut, auf jeden Fall, Leute. Unterm Strich, der Typ hat so herausgezögert. Nach einem Monat wollte ich mein Geld zurückhaben. Hat der Typ sich nicht mehr gemeldet. Ich denke mal, der hat mich blockiert oder so. Auf jeden Fall PayPal kontaktiert und 2 Wochen später hatte ich mein Geld zurück. So, Leute, auf jeden Fall dann wird es noch beschissener. Ich fahre zum Mediamarkt, wollte es kaufen, dachte, gut, holst es direkt, habe ja mein Geld wieder. So ein Hin und Her auf jeden Fall. Fahr dorthin, die haben nur noch eins in ganz Köln mit 512 GB in grün. 512 GB brauche ich nicht und in grün wollte ich es auch nicht haben. Ich wollte es in Gold haben, habe ich es bestellt. 1,5 Monate später kriege ich einen Anruf vom Mediamarkt, ja, ihr Handy ist da.
dann fahre ich dorthin und es ist einfach mal Silber. Einfach mal Silber. Und der Typ sagt, ja, bei Handys, die Farbe ist ja nicht so wichtig. Okay, Leute, also, das war so lost. Und dann stand ich vor der Frage, willst du es mir jetzt mitnehmen oder nicht? Und was soll ich dazu sagen, Leute? Ich habe es dann einfach mitgenommen. Kein Bock mehr gehabt auf dieses Hin und Her, dieses Warten so. Ich habe jetzt auch so eine coole Hülle dazu genommen. So sieht das aus, super gefreut. Mega geiles Handy, kann ich nur empfehlen. Aber nach dem ganzen Stress habe ich es wieder. Und nochmal zurück zu der Geschichte mit den alten iPhone. So, ich dachte mir, gut, jetzt hast du ja ein neues iPhone, du kannst dieses hier verkaufen, so, was soll es rumliegen. Den Riss zu beseitigen, das wäre ein zu hoher Kostenfaktor, habe ich mir gedacht. Gut, dann lässt du zumindest die Kamera reinigen, dann kriegst du dafür mehr Geld. Ich fahre nach Mediamarkt, die haben so einen Service für 20 Euro, machen die Kamera sauber. Also bauen halt ihr Bildschirm raus und machen die Kamera sauber. Und dann meinte er erst 30 Euro, aber ich hatte schon mal nachgefragt, dann meinte er 20 und dann meinte er am Ende noch, ja gut, ich mach's für 20. Und dann hat er es gemacht, so hin und her. Die Kamera funktioniert jetzt wieder. Und dann sag ich, ja, woran liegt es denn, dass das da direkt reingekommen ist? Und dann meinte der Typ einfach mal, diese Dichtung, die eigentlich um die Kamera rum ist, die ist da gar nicht bei, das ist kein echtes Display. Und ich dachte mir dann, oh mein Gott, Leute, wie lost ist es bitte? Dieser Typ hat mir einfach erzählt, es ist wie ein originales Display. Nur halt günstiger so und die Qualität, die Helligkeit ist nicht ganz so hoch. Also es ist so lost, das hat mich so geärgert, weil der Typ meint, auf jeden Fall in nächster Zeit wird da wieder Dreck reinkommen. Ey, wie kann man nur so eine Scheiße machen? Also so ein Bildschirm anbieten, eine Sache, ist okay, ich bin darauf eingegangen. Aber im Endeffekt ein Display einbauen, wo gar keine Dichtung drin ist. Das heißt, früher oder später hätte ich wieder keine Selfies machen können. Alle paar Monate hätte ich da hinfahren sollen und auf jeden Fall das wieder sauber machen können. Es ist so ärgerlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier mein neues iPhone. Super gefreut nach diesem ganzen Stress. Erst die eBay-Kleinanzeige-Verarsche da. Dann dieses Theater mit Mediamarkt, dass die so lange brauchen. Am Ende geben die mir ein silbernes Gerät. So, also ich bin quasi im Markt. Die meinen, ja, iPhone ist da, sie können herkommen. Bin ich dann dort? Und dann sagt die, ja, Silber haben wir noch. Richtig nice, Leute. Silber auf jeden Fall. Ich hatte so viele iPhones, die Silber sind. Aber gut, Silber ist jetzt nicht die hässlichste Farbe. Ich mach's mal kurz aus der Hülle raus. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Gönnt euch mal, ist das nicht schön. Aber ich sehe schon, komm, der Rahmen hat schon die ersten Kratzer. Also ist komplett lost. Alltag nur ohne Hülle benutzt. Und Leute, es gönnt euch mal. Ich finde, das ist ohne Spaß. Das ist wunderschön. Das Ding ist, Lemmy, ich hatte jetzt die Hülle ja schon vorher bestellt. Und eigentlich dachte ich, die matcht richtig geil wegen diesem Blauton zu Gold. Aber ich finde, zu Silber gönnt euch mal das Match auch super gut. So Leute, das war jetzt die Story. Diese eBay-Kleinanzeige-Verarsche-Story ist super ärgerlich. eBay-Kleinanzeige ist eigentlich ganz gut. Allerdings auf jeden Fall nur mit PayPal bezahlen. Alles andere ist Bullshit, wie erwähnt. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht für ein Handy habt oder was ihr von dem neuen iPhone haltet. Also ich habe jetzt das große genommen, weil ich halt einen großen Akku brauche. So. Weil mein anderer Akku, der war immer platt. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts mehr zu passen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ciao.